herzlich willkommen zu einem neuen Video von Shisha for You. Ja, lange ist es her und viel haben wir versprochen, aber endlich sind wir wieder da und das auch mit gutem Grund, weshalb in den letzten Wochen und Monaten keine Videos kamen. Dieses Video soll als kleines Infovideo zum jetzigen Status und auch für die Zukunft dienen, damit ihr auf dem Laufenden seid und ich euch das alles erklären kann, wie es überhaupt dazu kommt. Fangen wir doch erstmal an. Bei mir war es so, dass ich meine Ausbildung jetzt beendet habe und meine feste Stelle angefangen habe, sowie jetzt nächste Woche ausziehe und dementsprechend die letzten Wochen auch auf Wohnungssuche war und auch noch einige andere Sachen dazwischen kamen, sodass ich alleine schon wenig Zeit hatte, um alleine Videos zu machen. Bei Finn war es so, dass er seine feste Stelle aufgegeben hat und jetzt kommt das absolute Highlight. Er da Shisha Hamburg aufgemacht hat. Das heißt, ihr habt jetzt einen da Shisha Laden, auch in Hamburg, nicht nur in Essen oder Düsseldorf und Aalen, in Baden-Württemberg, sondern jetzt auch in Hamburg exklusiv in der Grinnellallee 159. Wie ihr jetzt unten links seht, dort habt ihr die Adresse, Telefonnummer sowie die Internetseite des Online-Shops, wo ihr auch weiterhin Ware online bestellen könnt, damit ihr topaktuelle Shisha-Sachen habt, sowie Marken. Aber dazu gleich mehr. So, das ist jetzt die mega Kurzfassung, was überhaupt alles passiert ist. Ich könnte jetzt noch 2-3 Stunden darüber reden, weshalb jetzt nicht so viele Videos kamen. Aber ich kann euch versprechen, dass in der Zukunft wirklich sehr viele neue Videos kommen. Ich möchte euch aber in diesem Video den Laden etwas näher bringen und auch auf einige Aktionen hinweisen, sowie weitere gute Gründe nennen, weshalb auch neue Videos auf jeden Fall kommen werden oder es nicht nur leere Versprechungen von uns sind. An dieser Stelle nochmal große Entschuldigung an alle Leute, die unsere Videos immer die letzten Jahre geguckt haben und Fans waren und Promotion von uns gemacht haben und uns auch unterstützt haben mit Tabak, mit Produkten oder sonstiges. Wir sind wieder da. Wir sind einfach wieder da. Mit guter Qualität. Das ist übrigens das erste Review, was ich live mache mit Text und Bildern. Das heißt, es wird jetzt alles direkt eingeblendet, ohne große Videobearbeitung. Und wir fangen auch direkt einfach mal mit Bildern vom da Shisha Laden Hamburg an. So, jetzt kommt die wundervolle Dia Show. Tada! So, genau. Da haben wir das wunderschöne da Shisha Hamburg Logo. Falls es wem auffällt, das I ist der Michel aus Hamburg. Geiles Design. Vielen Dank an Finn Meyer an dieser Stelle für das wundervolle Design jetzt für Hamburg. Und wir blenden auch direkt in die sogenannte, meiner Meinung nach, sollte sie so heißen, Schiller Lounge, wo die etwas hochqualitativeren Shishas geil ausbeleuchtet sind, die ihr euch direkt angucken könnt, anfassen könnt und entscheiden könnt, welche ihr haben möchtet. Sitzgelegenheiten sind dort auch vorhanden, die wir gleich im nächsten Bild sehen werden, genau dort. Ja, ihr könnt euch da hinsetzen, euch beraten lassen von Finn und den Kollegen, die euch familiärisch dort annehmen und nicht nur einfach abschieben und euch einfach irgendwas andrehen, sondern die gehen auf eure Wünsche ein, auf euer Budget, eure Erfahrung. Seid ihr Anfänger, seid ihr schon fortgeschritten, habt ihr Ahnung von der Thematik? Und genau, hier sehen wir im zweiten Raum den Durchgang eigentlich wieder zur Theke hin, zum Ausgang, Eingang, wie ihr es sehen wollt. Wie man oben links erkennt, sind dort kleine Regale mit Glas-Shishas drin, die wir im nächsten Bild sehen werden. Geil gemacht, meiner Meinung nach. Hat auf jeden Fall Stil. Der Laden wird ständig erweitert und verbessert und schöner gemacht. Es gibt Shishas von Kaya, Nagile, Shisha King, Genie, César und Amy. Amy sogar momentan mit einem Silikonschlauch umsonst. Wo wir schon mal Silikonschläuchen waren, hier sehen wir eine riesige Anzahl an Schläuchen, ob jetzt modern oder klassisch, orientalisch, auswaschbar, wundervoll zu pflegen, top-exklusiv. Naja, gut, das habe ich mir jetzt ausgedacht, aber es gibt bestimmt irgendwann in der Zukunft auch exklusive Schläuche. Mundstücke haben wir auch und hier sehen wir auch an der Theke. Hier wird gerade wunderschön Ware verkauft und ja, wie man sieht, einiges an Tabaksorten. Ich habe mir das Ganze mal aufgeschrieben, damit ihr wisst, was euch da in etwa erwarten könnt und auch für die Zukunft. Wir sprechen hier von 2.0. Asin, Golden Layalina, Start Now, Bang Bang, Adaya, Star Wars, Alfaja, Puzzle Tobacco, Layalina, Freestyle, Nachla, Amy Gold und Al-Rasera. Sowie Molassen, wie man in diesem Bild sieht, und Köpfe in jeglicher Form. Das heißt Einlochkopf, Mehrlochkopf,
RT Hotshot, Glasköpfe, Tonköpfe, alles was das Herz begehrt und ständig erweitert. Hier sehen wir direkt an der Theke den Platz, wo man sich hinsetzen kann, wo frische Pfeifen gemacht werden, damit ihr euch auch mal hinsetzen könnt und auch mal einen kleinen Smalltalk halten könnt, damit die Leute, mit den netten Kollegen, ja, euch näher beraten können, Tipps geben können, ihr euch untereinander austauschen könnt und eine schöne Pfeife genießen könnt. Hier noch weitere Shishas am Eingang, sowie Kohleanzünder. Kohleanzünder von Elephant, Almani, plus Gasanzünder, sowie Kartuschen dazu. Naturkohle von Kokocha, Takeaway, Bambucha und auch Selbstzünderkohle. Helix-Glasstücke für eure Schläuche. Glasstücke, die auch das Gel drin haben, damit ihr die auch in der Gefriertruhe kühlen könnt und ständig frischen Rauch habt. Pfeifen, die orientalisch modernes Design haben, wie man das oben an der goldenen Pfeife sieht. Wie gesagt, der Laden wird ständig erweitert. Die Jungs sind damit Schweiß, Herz, Blut, allem, was man eigentlich braucht, um so einen Laden zu führen, sind sie dabei. Die haben in der letzten, ich glaube, 3-4 Wochen haben sie den Laden jetzt mega schnell aufgebaut. Hing da teilweise bis 4 Uhr nachts oder 5 Uhr morgens. Hatten kaum Zeit für andere Sachen, aber sie haben es pünktlich zum 17.11. geschafft. Ja. Hier noch ein paar weitere Bilder. Meiner Meinung nach ist die Theke einfach nur wunderschön. Zumindest die Sortierung der Tabaksorten auf jeden Fall ziemlich geil. Einen neuen Tisch werden die dann in der nächsten Zeit dort auch aufbauen, damit das natürlich optisch etwas ansprechender ist für euch. Und vielen Dank hier an dieser Stelle nochmal an Tino, der die Tabaksorten nicht nur alphabetisch, sondern auch einfach nur wunderschön sortiert hat. Ich war am Montag am 17.11. jetzt dort. Hab da auch mit einigen Leuten gesprochen, hab auch ein bisschen Tipps gegeben und beratet, hab da ein bisschen ausgeholfen, auch 2 Pfeifen gemacht und bin auf jeden Fall überzeugt davon, dass der Laden boomt. Hier ein kleiner Pfeifer zu neuer, ein kleiner Flyer zur Neueröffnung. 20% auf alle Shishas diese Woche, vom 17. bis 22.11., also einschließlich Samstag. Zahlreiche Giveaways, wie zum Beispiel auch, zeige ich gleich nochmal, Alduchan-Kohle. Naturkohle, neue Naturkohle, die es momentan auf dem Markt gibt, die wir da auch schon im Laden getestet haben, die sehr vielversprechend ist. Könnt ihr euch ja mal angucken, wenn ihr am Laden seid, einfach mal nachfragen, die haben auf jeden Fall genug auf Lager, sodass ihr euch ein paar Naturkohlen da mitnehmen könnt, sowie zahlreiche weitere Sachen. Zubehör in Richtung Dichtungen und Kohle, große Kohleteller, Ersatzteile, E-Shishas, aufladbare E-Shishas und alles, was das Herz begehrt, gibt es dort auch. Und auf Anfrage natürlich können die Jungs natürlich Vorschläge dem netten Omar aus Essen bringen, der natürlich dann die Ware an die Jungs liefert, sodass sie dann auch in Hamburg zur Verfügung steht. Ja, so. Wie gesagt, diese Woche 20% auf alle Shishas. Ist das nicht der absolute Hammer? Also ich muss sagen, wenn ich nicht schon genug Pfeifen hier hätte, würde ich mir selber persönlich eine Pfeife kaufen. Oh, wie man da sieht, 5 fleißig an der iPad-Kasse. Die Jungs sind einfach nur ständig am Ackern, aber sie nehmen sich auch Zeit für jeden Kunden und beraten die Leute wirklich nicht nur minütlich, sondern wirklich stündlich. Also ich hatte da 2 Kunden gesehen, die waren wirklich 1,5 Stunden waren die wirklich im Gespräch und wurden optimal beraten. Also ich hatte zugehört und das ist einfach geil. Es wirkt familiär. Ihr seid da herzlich willkommen. Nicht nur Sachen anzugucken, sondern auch natürlich nachzufragen, falls ihr irgendwelche Tipps braucht oder ihr jetzt sagt, ey, ich habe 50 Euro, kannst du mir da irgendwie was empfehlen? Dann helfen euch die Jungs und suchen euch da das Optimalste raus für die jeweilige Situation. So, diesen Samstag dann sogar mit DJ und weiteren Specials. Ich weiß leider nicht genau, was die weiteren Specials sind, aber ich bin da ganz zuverlässig, dass es auf jeden Fall boomen wird. Also wer diesen Samstag am 22.11. Zeit hat, kann den Laden ab 10 Uhr besuchen. Jetzt nochmal zu den Eröffnungszeiten. Ich mache die Dia-Show jetzt mal wieder weg. Der Laden hat montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr auf. Und ist natürlich telefonisch erreichbar unter der Nummer, die da steht. Findet ihr auch nochmal unter dem Video. Und samstags von 10 bis 17 Uhr, also echt, ich sag mal, optimale Arbeitszeiten für die.
Aber auch Zeiten, wo, wenn man da in der Nähe wohnt, das ist ja in Hamburg allgemein, auch nach der Arbeit nochmal schnell hindüsen kann. Weil das Ganze ist mit dem Bus und nicht nur mit dem Auto optimal erreichbar, weil die Bushaltestelle gleich um die Ecke ist, sowie weitere Essgelegenheiten und jegliche Banken, die man sich vorstellen kann. Von daher ist der Laden dort in der Gegend auf jeden Fall sehr gut aufgestellt. So, ja, so viel dazu. Mich freut es, dass Finn seinen Traum damit erfüllt hat und dass der Laden auf jeden Fall weiterhin boomen wird. Dadurch, dass diese Ecke da zum Beispiel ist und ich in der Nähe arbeite und ich nach der Arbeit einfach direkt hindüsen kann, heißt das nämlich dementsprechend auch, dadurch, dass wir die ganze Ware dort vor Ort haben, dass wir auch weiterhin geile Reviews machen können, auch zu hochaktuellen Dingen. Und natürlich dadurch, dass der Laden wahrscheinlich durch verschiedene Hersteller unterstützt wird, wir somit auch weiterhin hochaktuelle Sachen für euch testen, so damit ihr auch wisst, was ihr kaufen könnt. Oder kaufen solltet, sagen wir es mal eher so. Von daher ist es in dem Fall, wie ihr seht, kein längeres Versprechen, dass wir keine Videos mehr machen, sondern es kommen auf jeden Fall demnächst wieder neue Videos. So, so viel dazu. Und nebenbei habe ich noch ein weiteres Projekt wieder aufleben lassen, nämlich Video Games for You heißt das Ganze. Jetzt einmal schnell den Text wechseln. YouTube.com Video Games for You gab es schon seit 5 oder 6 Jahren. War damals ein YouTube-Kanal, wo ich aktuelle Gameplay-Videos zu neuen Spielen hochgeladen habe, unkommentiert. Jetzt, seit August 2014, streame ich im 4-Mann-Team inklusive mir, also 4 Männer. Auf twitch.tv, falls ihr die Seite nicht kennt, das ist eine Videospiel-Streaming-Seite, wo Leute Videospiele streamen. Hochaktuelle Spiele, so wie Retro-Spiele, Community-Spiele wie League of Legends oder World of Warcraft, also MMOs sind dabei. Aktuelle Spiele für PlayStation 4, Xbox One, PC, Wii U, PlayStation Vita, Nintendo 3DS, alles was das Herz begehrt, auch PlayStation 3, Xbox 360, alles was ihr sehen möchtet, können wir euch zeigen. Folgt den Seiten, auf Facebook findet ihr uns genauso wie dort geschrieben unter Video Games for You, sonst auch unter dem Video in der Beschreibung alle weiteren Links. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr darüber. Wir gehen auf alle Wünsche ein. Ihr habt einen Vorschlag. Hey, lasst mal einen geilen Clan hier bei Counter-Strike bilden. Dann sagen wir da bestimmt nicht nein. Wir haben sogar einen Teamspeak-Channel. Das heißt, ihr könnt sogar einen Teamspeak mit mir und den anderen Kollegen sprechen. Unter anderem mit Tomek, der damals auch Shisha-Reviews gemacht hat. Und Tobi, der in einigen Shisha-For-You-Reviews dabei war. Der mit den langen schwarzen Haaren. Wir sind das Video Games for You Team. Finn ist da auch in etwa dabei, weil er auch sehr, sehr viel League of Legends spielt, aber momentan noch nicht streamt. Und ich denke mal, jetzt auch mit einem neuen Shop wird da auch nicht sehr viel dazu kommen. Aber der Junge gehört da auch einfach dazu. Das ist dann so, ne? Also, falls ihr da mal vielleicht mit Finn League of Legends spielen wollt und er hat Zeit oder so, dann kann man da bestimmt mal irgendwie einmal im Monat vielleicht was organisieren. Der freut sich da bestimmt auch drüber. Wir freuen uns und wir können da natürlich mit Shisha for You und mit Video Games for You können wir direkt eine größere Community aufbauen. Ich habe hier noch ein kleines Bild von unserem Twitch-Channel. Momentan noch mit einem Standard-Hintergrundbild. Wird jetzt demnächst auch richtig geil designt. Leute, die sich dort in den Channel bewerben, können auch Moderator werden. Ansonsten sind dort schon einige Highlights und Playthroughs drin, zum Beispiel Tales of Celia 2 oder die alten Streams von Tomek, wo er Hearthstone oder League of Legends gespielt hat. Schaltet einfach mal rein, wir sind immer online, meistens jeden Tag so ab 19 oder 20 Uhr. Manchmal laufen auch Replays, aber wir schauen da trotzdem in den Channel mit rein, um mit euch einfach zu quatschen, um uns mit euch auszutauschen. Wie gesagt, hochaktuelle Projekte, keine leeren Versprechungen mehr. Wir sind wieder da, die Projekte sind aufgelebt. Liebe Grüße gehen hier nochmal raus an Ivo aus Essen, sowie den Kollegen von Da Shisha, Omar, an Finn und alle. Also fühlt euch alle gegrüßt, wir sind wieder da, das Projekt ist wieder revitalisiert. Keine leeren Versprechungen mehr. Weihnachtsspecials kommen auf jeden Fall, das verspreche ich euch. Und wir sind wieder knallhart dabei und freut euch auf nächste Reviews. Bis zum nächsten Mal.